Das höre ich sehr, sehr oft. Ja, ich muss ja damit klarkommen. Das höre ich auch im Apothekenalltag, bei anderen schweren Diagnosen. Man muss ja damit klarkommen. Erstmal nicht man, sondern ich, der Betroffene, darf damit einen Weg finden. Und am besten halt auch einen Weg, der zu einem passt. Also in der Arbeit mit MS-Patienten werde ich nicht müde, zu sagen, finde deinen eigenen Weg, und dann fängt es halt auch an, Spaß zu machen. Nicht, ne, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Plan, da, 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 da. Und dann bleibst du gesund. Das funktioniert nicht bei MS, das funktioniert auch nicht bei anderen chronischen Erkrankungen, sondern wir dürfen selbst unser Leben und die Gesundheit hängt damit dran, ins Gleichgewicht bringen. Und bei dem einen ist es die Ernährung, bei dem anderen ist es die Verbesserung von Schlaf, bei dem anderen sind es Mikronährstoffe oder halt das soziale Umfeld. Das ist, ne? Kommen wir vielleicht noch zum Sprechen.